Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Pal World. Ich bin die Guki, ich freue mich, dass ihr hier seid. Wir spielen heute ein Spiel, das ist erst vor kurzem erschienen, irgendwie vorgestern oder so, vor 2 Tagen. Und ich habe nicht viel Ahnung, was es ist, genau. Ich habe nur mitbekommen, dass es zurzeit sehr populär ist und habe gehört, dass es so eine Mischung, vom Gameplay her, so eine Mischung ist wie, also zwischen Pokémon, Valheim und Ark Survival Evolved. Und alle drei Spiele liebe ich einfach. Mit Pokémon bin ich aufgewachsen. Ich meine, wir sehen hier schon im Hintergrund die ganzen Monster und so. Das sieht alles sehr cutesy-mutzy aus und das erinnert wirklich stark an Pokémon. Gerade dieser Graselefant sieht echt aus wie Donphan, so ein bisschen. Aber ja, ich habe keine Ahnung vom Gameplay, ehrlich gesagt. Ich habe mir nichts angeguckt, keinen Stream, kein Video, gar nichts. Nicht, weil mich das nicht interessiert hätte, sondern weil ich gleich im Hinterkopf hatte, dass ich das gerne probieren wollte mit euch zusammen. Und das machen wir jetzt heute. Und ich freue mich drauf. Also es wird bestimmt cool. Ich liebe so Open World, Base bauen, Dinger, sowieso voll krass. Und Pokémon auch. Und dieser Sammelaspekt ist halt geil. Und ich bin gespannt. Genug geschnackt, wir legen gleich los. Ich habe jetzt gerade eben schon mal so ein bisschen die Einstellungen angepasst. Ich kann euch mal kurz zeigen, was ich gemacht habe. Bloß Grafik im Grunde. Ich habe ein gutes System. Ich habe alles auf maximal gestellt. Die Sichtweite hochgekloppt. Und dachte mir, okay, that's it for the moment. Was wir danach anpassen, werden wir sehen. Ich würde sagen, wir starten einfach rein. Achso, ja genau. Ob ich das Let's Play weiterführe, weiß ich noch nicht genau. Ich wollte es jetzt erstmal antesten. Das mache ich von 2 Sachen abhängig. Einmal, wie ihr das findet, ob es euch gefällt und ob ihr da gerne mehr sehen wollt. Und ob natürlich, ob ich daran Spaß habe. Wenn ich das jetzt komplett bescheuert finde, dann lasse ich es wahrscheinlich einfach auslaufen. Gut, dann gehen wir aufs Spiel beginnen und gucken uns an, was passiert. So, neue Welt erschaffen, okay. Sind die auch prozentual generiert? Das ist ja voll interessant. Können wir mal machen. Weltname, okay. Ah, das ist keine vorgegebene Map. Das ist voll interessant. Ist ja cool. Wie nennen wir die denn? Wir nennen die Map einfach... Niguki... Nein, das ist sehr narzisstisch, das machen wir nicht. Wir nennen sie Luna. Luna Isle. So wie bei Animal Crossing. Das ist Luna Isle. Okay. So, Mehrspieler ist an oder aus. Ich lasse es erstmal aus. Ich bin ja alleine, aber wer weiß, vielleicht kann man irgendwann noch Leute dazu holen. Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob man dann das Ding nochmal anstellen kann. Keine Ahnung. Schwierigkeitsgrad. Ja, was gibt's denn? Keine Ahnung. Ich weiß halt nichts von der Welt und was man macht. So halt, ne? Schwer und benutzerdefiniert. Okay. Ich würde es mal auf normal lassen einfach. Easy ist, glaube ich, zu easy. Das wäre auch ein bisschen eine Challenge haben. Warte mal, bei Benutzer definiert kannst du ja auch noch Sachen einstellen. Dies ist ein Schwierigkeitsgrad für diejenigen, die schon einmal Survival-Spiele gespielt haben. Ein harter Kampf ums Überleben auf der Insel Palapagos. Die Spieleinstellungen sind ausbalanciert. Die Ausrüstung und Materialien werden am Todesort fallen gelassen. Das finde ich fair. Das finde ich okay. Das ist das, was normaler jetzt hat. Ich würde das so lassen. Okay. Einstellung abschließen und das Spiel beginnen. Ja, aber na klar. Das... ist so cool, Leute. Ich bin gespannt, was passiert. So, wir sind im Charaktermenü. Nach Spielbeginn kannst du deinen Charakter nicht mehr bearbeiten. Eine Bearbeitungsfunktion ist für ein zukünftiges Update geplant. Achso, ja, das Game ist noch im Early Access. Also es kommen immer noch Updates raus. Kann sein, dass sich fundamentale Sachen verändern im Laufe der Zeit. Wir sind natürlich Niguki. Der Name bleibt. Spielernamen ändern. Maximal, nö, den können wir so lassen. Ein Mädchen. Die sieht eigentlich süß aus, ne? Die sieht cool aus. Fittes Girl auf jeden Fall. Aber ich hätte gerne einen Jungen. Kann ich das ändern? Weiß nicht, Körper, Gesicht, Haare, Stimme. Lass uns mal einfach klicken. Ach, guck mal hier, da können wir gleich Jungs auswählen auch. Nicht, dass ich nichts gegen ein Mädchen hätte, aber... ich meine... ich möchte mich auch etwas identifizieren mit der Rolle, die hier dann so ist. Und ich, natürlich habe ich so ein Sixpack und auch so eine Oberarme. Pff, klar, es sieht alles aus wie im Real Life bei mir. Hier. Eigentlich bin ich so der hier, nur ohne den Körper. Nee. Keine Ahnung, ich würde ihn hier als Grundlage nehmen vielleicht. Ich meine, wir können den ja noch anpassen. Oder vielleicht ein bisschen dunklere Hautfarbe. Ist auch nicht verkehrt. Ich finde seine Nase ein bisschen ugly. Aber hm. Was gibt's noch? Und dann hier so ganz blass. Der ist so krass Manga-mäßig. Ich würde fast beim... also jetzt geht's erstmal um die Hautfarbe. Was ist denn das für ein Face? Okay. Ich würde bei ihm bleiben. Ich finde ihn ganz okay. So, Körper, was können wir da machen? Ah, die können wir eh nochmal ändern. Körpertyp 1 und 2. 1, achso, ist das Mädchen, okay, und 2 ist der Junge. Okay, aber wir
Ah, okay, wir können. Es ist auch so, dass wir das Geschlecht gar nicht anpassen, sondern quasi einfach nur den Körpertypen wählen. Das ist alles asexuell, was ich cool finde. Das ist eine gute Entwicklung in Games. Und hier können wir auch nochmal die Hautfarbe ein bisschen ändern. Zum Beispiel in Blau. Da können wir so ein Avatar sein. Oder in Rot. Ja, gut, das ist alles schon irgendwas Natürliches nehmen. Aber hier können wir auch ein bisschen dunkler noch sein. Ich finde, das ist okay, wenn wir so ein bisschen sonnengegerbt sind. Ich finde, das ist immer, macht immer Sinn in so Survival Games, weil du rennst ja auch oft unter der Sonne rum, oder? Torsogröße, Körperbaueinstellungen. Okay, wenn ich das jetzt hier hochkloppe. Ja. Gut, dass er aber seine Shape noch behält, ne? Er hat immer noch ein Sixpack, obwohl er ein bisschen aufgepustet wurde. Oder halt ganz skinny. Das ist tatsächlich in Real Life so mein Körperbau, ne? Ich war schon immer so dünn. Also immer voll der schlanke Typ, so. Ich würde es in der Mitte lassen irgendwo. Es war okay, so wie es war, fand ich. Armgröße, ist das die Länge? Oh, nee. Kann man sie echt aufpuppen, aber auch echt unnatürlich. Wisst ihr, wie das aussieht? Das sieht so aus, als. Kennt ihr diese Videos, wo sich Leute so Fake-Flüssigkeiten in die Arme initiieren, damit sie so Fake-Muskeln haben? Genauso sieht das aus. Als wäre das einfach nur aufgeblasen worden, so. Jetzt hat irgendjemand so ein Ventil. Ich würde es auch in der Mitte lassen. Und Beingröße. Ja, Hips don't lie, ne? Aber Waden hat er wenigstens. Ja, gut. Der hat schon drei Kinder bekommen in seinem Leben. Das ist okay. Ja. Das schreit so nach Zellulite einfach. I don't know. Ich würde es auch so mittelmäßig machen. Ja, machen wir so. Gesicht. Das ist wichtig. Das ist was Wichtiges. Okay, also hier oben sind eher die weiblichen Gesichter. Das sieht ja furchtbar aus. Okay, was haben wir denn so? No. Bart wäre eigentlich auch krass. Schade, dass wir den nicht individuell auswählen können. Ich hätte gerne einen Bart auf dem Gesicht oder so. Das finde ich eigentlich gar nicht hässlich. Ich finde es okay. Die Nase ist ein bisschen weird, aber ich meine, niemand ist perfekt. Klick einfach mal so durch, was es so gibt. Das ist so weird. Sieht irgendwie aus. Keine Ahnung, die Augen sind so riesig. Das ist cool. Das ist ein nices Gesicht, ganz ehrlich. Das sieht jung aus, ist aber maskulin gleichzeitig. Ich würde das nehmen. Ich finde das cool. Das geht auch. Und das ist so, als wäre er stoned. Ich habe 3 Kilo Gras geraucht. Nein. Wir lassen das. Das fand ich okay. Ich mag auch die Manga-Augen. Können wir eh nochmal ändern. Sehe ich gerade. Okay, aber das sind die Pupillen, die wir ändern. Ah. Ich finde es cool mit den kleinen Pupillen. Das sind eigentlich. Ja, das hat was. Das ist auch nicht schlecht, aber es ist ein bisschen creepy auch, ne? Sieht gefährlich aus. Ein bisschen Sailor Moon-mäßig. Die sind auch schöne Augen, ehrlich gesagt. Das hier sieht aus wie Pokémon-Augen. So richtig. So wie Rattan oder Arbok. Die haben so eine Augen. Oder ganz weiß. Ja, ich würde sagen, wir nehmen die kleinen Pupillen. Die sind okay. Haare. Auch wichtig. Ich fand hier die Wellenfrisur fand ich eigentlich cool. Ehrlich gesagt, würde ich sogar privat auch tragen so. Also nicht, dass ich so eine coolen Dreadlocks hinkriegen würde. Wahrscheinlich nicht. Ich klicke mal so ein bisschen durch, was gibt. Sorry Leute, aber es ist wichtig. Charaktereditor ist wichtig. Außerdem steht da oben, dass wir es nicht mehr ändern können und ich muss mit der Entscheidung leben. Ich will jetzt hier keine Kreatur verursachen, die ich nicht ertragen will. Irgendwie nach einer Stunde. Ja, wisst ihr was? Ich lasse die Dreadlocks. Ich finde die cool. Die Haarfarbe ist zwar nicht so cool. Aber die können wir hier nochmal ändern. Türkis. Oliv. Aber es ist gar nicht so oliv. Guck mal, hier ist eher so ein Khaki-Grün. Aber es ist hier gar nicht. Können wir das nochmal ändern? Ich mag grün. Ich finde das cool. Oder blond. Aber das ist so. Ih, das ist doch kein Blond. Das ist doch Pisse. Das ist doch Urinblond. Das möchte doch keiner. Können wir das ein bisschen heller machen? Die Farbsättigung. Warum zittern seine Augen dabei? Das ist okay, guck mal, so vielleicht. Ich weiß nicht, ich mag blonde Typen. Keine Ahnung warum. So ist es halt. Blond oder braunhaarig, finde ich süß. Aber wir können ja auch grün gehen und dann halt komplett, weiß nicht, so ein bisschen unnatürlich. Ich finde das Grün ganz cool, wenn wir das so ein bisschen matt machen und dann die Helligkeit vielleicht noch ein bisschen hoch. Aber dann noch matter. Ich finde, das ist ein cooler Mix. Ich mag das. Das ist so ein helles Grün, so ein helles Olivgrün. Finde ich schön. Aber die Augenbrauen sind nicht richtig. Die Augenbrauen haben die falsche Farbe. Kann ich das nicht ändern? Offenbar nicht. Offenbar bleiben die so. Ist ja blöd. Stimme.
Gesicht, Körper. Warum kann ich. Kann ich die Augenbrauen nicht anpassen? Nee. Nee, die sind auch Teil des Hauptgesichtes. Aber warum behalten die nicht die Farbe der Haare? Bei runterscrollen kann ich auch nicht mehr. Ich kann bloß reinzoomen. Anklicken kann ich auch nichts. Na gut. Dann ist es so. Was ist mit der Stimme? Ah! Okay, das ist. Je weiter wir nach da gehen, desto weiblicher wird's. Okay, das ist zu tief. Das geht. Ich finde, das passt. Das klingt voll nach Link. Guck mal, findest du? Nee, das ist okay. Ich lasse das. Die Augenbrauen stören mich dolle, muss ich echt sagen. Egal. Ich sehe ja meistens eher meinen Rücken, glaube ich. Okay, dann würde ich sagen, können wir nicht mehr einstellen. Es sei denn, ich habe irgendwas übersehen. Dann lass uns beginnen. Charaktereinstellung abschließen und das Spiel beginnen. Nach Spielbeginn kannst du deinen Charakter nicht mehr bearbeiten. Ja, haben wir ja schon gelesen da oben. Los, los geht's. Süß. Oh, ist das süß. Hallo. Oh. Oh. The towers are the key. Three holds the truth. Okay. Also die Türme sind der Schlüssel. Die drei hält die Wahrheit. Interesting. Oh. Okay. Windstiegshügel. Okay, jetzt haben wir da oben so Aufgaben. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen klein ist. Meine Auflösung ist sehr hoch. Vielleicht können wir den Hut ein bisschen größer stellen im Laufe der Zeit. Aber ich kann es ja lesen. Sammle herabgefallene Äste oder schlage gegen Bäume, um an Holz zu kommen, okay? Öffne mit Escape das Optionsmenü und schau dir den Survival Guide an. Öffne mit B das Baumaterial, nee, das Baumenü und wähle primitive Werkbank und suche einen passenden Platz zum Bauen. Okay, also wir brauchen Holz, wir brauchen Optionsmenü und wir brauchen das Baumenü. Soweit erstmal sehr Survival-technisch. Ist jetzt, oh, das sieht geil aus. Guck mal, Leute, ey. Ich mag die Texturen, wie krass das aussieht. Ist irgendwie nice. Okay, was sind das hier für Hühner? Das ist ein Chickpea. Okay, ganz kurz, Leute, ich muss mal ganz schnell in die Optionen gehen. Ich finde, dass der Ton sehr laut ist. Und zwar von nicht die Gesamtlautstärke, sondern die Umweltgeräusche. Warte mal, ein bisschen leiser. Das rauscht mir dolle ins Ohr hinein. Und ich würde gerne mal versuchen, ob ich eventuell den HUD größer stellen könnte. Irgendwo Ton, Grafik, Steuerung vielleicht? Gamepad? Ich glaube nicht, ne? Ja. DSS? Ne, das ist es alles nicht. Ich habe hier die Auflösung, die kann ich auch nicht ändern. Guck mal, das ist halt fast 4K. Steuerung... Ja, ich finde es immer blöd, dass du keine HUD-Einstellung hast. Oh, habe ich das jetzt geändert? Ich weiß es nicht. Habe ich? Glaub nicht, ne? Es ist wieder zurück, weil ich Escape gedrückt habe. Entschuldigt, Leute. Machen wir nochmal. Ganz schnell Ton und dann hier nochmal runter. Und dann auf. Ja, es soll nicht so laut sein. Wir müssen gucken, dass wir das im Laufe der Zeit einfach einpassen, wie es uns gefällt. So, jetzt aber übernehmen. Okay. Also, sammle herabgefallene Äste oder schlage gegen Bäume. Ich guck mich erstmal ein bisschen um. Wow. Ohne Kacklo, ich habe nicht erwartet, dass das so schön ist. Expeditionsüberlebende sind da hinten. Okay, interesting. Da ist so eine Statue. Wie hübsch das ist. Krass, okay. Gut, wir sollen erstmal gegen Bäume hauen. Da sehe ich einen Baum. Sprinten kann ich mit Shift. Also es ist so ziemlich hüpfen mit Leertaste. Die Hüpfanimation ist ein bisschen holzig. Aber ist egal. Und schlagen, glaube ich, mit Klick, oder? Ah ja, muss gedrückt halten. Okay, jetzt habe ich mein Holz. Öffne mit Escape das Optionsmenü und schau dir den Survival Guide an, okay? Dann machen wir das. Optionsmenü, Survival Guide. Steuerung, Tastatur speziell. Ach, okay, interesting. Hier sehen wir so alles. Pal werfen mit E, Pal Sphäre werfen mit Q. Baumenü, springen, zielen, hat
Unten links siehst du die EP. Okay, das sind so Erklärungen. Falls wir die brauchen, können wir die uns hier aufrufen. Das ist ganz gut zu wissen. Ich würde es jetzt erstmal intuitiv versuchen. So, Baumenü mit B, mache ich mal auf. Okay, also wir können bisher die primitive Werkbank bauen. Wir brauchen aber noch ein Holz dafür. Das heißt, wir haben nur eins. Da unten sind 5 Arbeitsmänner verlangt. Was das heißt, weiß ich nicht. Okay, das Baumenü, wähle primitive Werkbank und suche einen passenden Platz zum Bauen. Okay. Ich würde jetzt nochmal ein Holz mitnehmen. Achso, okay, ich muss gedrückt halten tatsächlich. Okay, da kam noch ein Holz raus. Dann haben wir zwei. Ich weiß nicht, sollen wir jetzt uns erstmal irgendwo aufbauen oder sollen wir uns einen Baseplatz suchen oder wie läuft das? Ich meine, hier ist ja genug Platz. Warum soll ich nicht hier bleiben? Erstmal. Hübsch ist das. Gefällt mir auch so. Ich habe auch die Sichtweite krass hochgestellt. Guck mal, da hinten den Baum. Das ist wie so der Yggdrasil oder sowas, ne? Oder der Weltenbaum bei Elden Ring, so ein bisschen. Und da sehe ich irgendeinen Marker auch. Was heißt das? 15 Meter. Ah, das ist diese Statue hier. Was macht die? Okay, machen das jetzt alles Learning by Doing, Leute. Falls ihr da Tipps habt oder so, wenn ich irgendwas Dummes mache, irgendwas Falsches mache, schreibt es mir in die Kommis. Ich nehme das in die nächste Folge auf dann. Auf jeden Fall, ich lese die alle. So, Schnellreise freischalten. Ah, cool. Okay, das sind Schnellreisepunkte. Ah, Technologiepunkte erhalten. Cool. Okay, jetzt können wir quasi immer wieder hierher. Was cool ist. So, hier ist ein Expeditionstyp. Mit dem können wir reden. Oh Leute, da ist mal eine Knarre. Ein Schiffbrüchiger? Jemand, der nicht nach Pla was? Nach Pals riecht, ist mir länger nicht mehr untergekommen. Okay. Diese Insel ist die reinste Hölle. Von denen, die mir. Was? Die mit mir herkamen, ist keiner mehr am Leben. Einer nach dem anderen wurden sie von wilden Pals abgemurkst. Pass bloß auf dich auf. Ich lese jetzt das BR in Klammern nicht. Ich glaube, dass das einfach ein Übersetzungsfehler ist. Wie gesagt, Open Alpha noch. Beziehungsweise Open Beta. Ein paar Ressourcen kann ich dir zwar abgeben, aber um hier überleben zu können, musst du dich selbst dran halten. Okay. Ja, dann gib mir was. Boah, ich bin müde. Anfangs habe ich für jeden Einzelnen ein Grab geschaufelt, aber irgendwo bei 100 habe ich aufgegeben. Oh, krass. Voll der Held. Wer hier pennt, lebt nicht lange. Wenn man einen Pal gezähmt kriegt, gibt es noch einen Hoffnungsschimmer, aber keine meiner Kameraden hat das hinbekommen. Hey, hast du etwa eines dieser antiken Geräte? Damit solltest du Palsphären herstellen können. Und wenn du Palsphären hast, kannst du Pals fangen. Also, das ist, glaube ich, wie Pokebälle, oder? Palsphären? Klingt so. Guter Quatsch schon nochmal. Ich denke, du hast das Zeug zum Paltrainer. Bau dir Palsphären, fange Pals und lass sie für dich kämpfen. Je mehr Palstrainer fangen, desto stärker werden sie. Bist du stärker geworden, solltest du dich von dem Turm da fernhalten. Das Gebiet wird von den Wilderern vom Rhein-Syndikat kontrolliert. Die mucksen dich ohne Zweifel ab. Genau wie meine Kameraden. Welcher Turm? Die drei Türme sind der Schlüssel. Interesting. Ah, guck mal, hier kann man mal Holz mitnehmen. 2 Stück. Okay. Ich rede nochmal mit ihr. Ich glaube, sie gibt uns ganz gute Sachen. Also Tipps halt einfach. Ich denke, aber jetzt sagt sie dasselbe. Ich denke, dass du das Zeug zum Paltrainer hast. Palsphären, bla bla bla. Okay. Gut. Ja. Guck mal, da sehe ich schon so kleine Pals, die hier rumrennen. Dieses Huhn ist auch voll süß. Hi. Kann ich mit dem reden? Ja, was war das gerade? Kein Pal im Team. Okay. Also wir haben auch nicht sowas wie ein Start-Pokémon. Also so ein Start-Pal. Ich nenne die mal mit Absicht jetzt nicht Pokémon. Das sind ja keine. Okay, ich will mal da die beiden da inspizieren. Guck mal, hier gibt's auch Steine, die kann ich bestimmt auch mitnehmen. Oh! Verbrauche Technologiepunkte, um Gegenstände oder Anlagen freizuschalten. Okay, Level up. Du hast 7 TP. Öffne mit B das Baumenü. Okay, wir müssen dem Tutorial oben noch folgen. Ich will die beiden da angucken, die sind süß. Was sind das für Viecher? Kativa. Ja, irgendwie cute. Oh, jetzt hat er mich gesehen. Da ich so hässlich bin, rennen sie erstmal weg. Na gut, okay. Mit Tab können wir das Inventar öffnen und Statuspunkte verbrauchen, um stärker zu werden. Ja, das können wir machen, wenn wir irgendwie einen ruhigen Moment haben. Was sind das hier? Kann ich da auch raufkloppen? Kann ich tatsächlich. Ich mach sogar mit meinen Fäusten Damage an dem Ding. Hab Eisenfäuste.
Okay, da ist nochmal so ein Katipa. Hieß das so? Ich glaube schon. Und da blinkt noch irgendwas. Kommen wir da hin? Aber da blinkt auch was. Ich würde hier mal so runterjumpen. Und auch sowas testen, gleich wie Falldamage und so. Okay. Haben wir Ausdauer? Ja, haben wir auch. Okay, aber die füllt sich ja wieder auf. Was kann das? Was macht das? Einfach mal raufkloppen. Gucken, was passiert. Okay, das Game speichert automatisch. Palliumbruchstück kam da raus. Ah, das werden wir bestimmt brauchen, um diese Pall-Dinger herzustellen, von denen sie geredet hat. Ich würde fast hier irgendwo bleiben erstmal. Oh, das ist dieses Donphan, was ich gesehen habe. Wie heißt das? Guck mal, das ist Level 34. Mammo... Was? Ich konnte es nicht lesen. Mammo... Mammorest? Mammorest weiblich. Da ist noch so ein Katiba. Okay. Also wir sollten uns erstmal so ein kleines Vieh fangen, glaube ich, für den Anfang. Aber vor allen Dingen sollten wir uns erstmal irgendwas bauen. Vielleicht irgendwo, wo wir gut hinkommen? Ich habe das Gefühl, das macht Sinn, da oben was zu bauen, wo der, wo dieser Teleportpunkt war. Weil so könnten wir dann immer nach Hause teleportieren, wenn wir da wohnen würden. Versteht ihr, was ich meine? Hier ist noch so ein Holzi. Okay, da sind auch Sachen. Interesting. Ja, okay, das können wir uns alles Stück für Stück angucken. Irgendwelche blinkenden Erze und so. Gut, ich würde mal hier wieder hoch zu diesem... Oder lass uns doch hier bleiben bei den Ruinen erstmal. Keine Ahnung, ja, warum nicht? Hier ist gutes, flaches Land, das ist immer nicht schlecht. So, wenn ich jetzt hier Dings gehe und dann auf primitive Werkbank. Okay, dann habe ich hier so eine Blaupause, kann die drehen mit Mausrad. Soweit so intuitiv. Das ist alles wie bei Ark. Okay, klick. Ah, okay, jetzt ist die Blaupause da. Nähere dich dem Bauplatz für primitive Werkbank und beginne mit F mit dem Bau. Okay. Können wir halten oder C zum Stornieren? Okay, ist schon mal so weit, so gut. Very convenient bisher. Okay. Da haben wir unsere Werkbank. Öffne mit dem Menü, im Menü den Technologiebildschirm und schalte Pet-Sphäre frei. Okay, Menü. Okay, Menü können wir mit Tab machen. Wir haben jetzt eins von diesen Palladiumbruchstücken. Wir haben ein paar Steine und ein bisschen Holz. Okay, Technologie war hier. Ah, es ist quasi der Research Tree, den wir haben. Gegenstand, Holzkeule haben wir. Wir haben Handfackel, steinerne Spitzhacke, eine Steinaxt und eine Werkbank. Palbox, Palsphäre. Was wollte der Palsphäre, ne? Entschuldigung, ich habe nicht drauf geachtet. Was wollte der? Palsphäre, ja, okay. Technologie und dann machen wir die Palsphäre. So. Okay. Palbox, was macht die? Eine Anlage zur Aufbewahrung gefangener Pals. Den Pals in der Box werden nach und nach LP wiedergegeben oder wiederhergestellt. Der Bereich ringsum ist dein Lager. Verstehe. Das heißt, wir sollten... Hier gibt es auch ein Bauwerk. Da können wir uns schon mal ein bisschen Base mitbauen. Ich würde das Teil jetzt noch nicht unbedingt machen. Erst wenn wir... Ja, so was wie eine Base haben. Guck mal, Reparaturbank gibt es. Eine Holztruhe. Da können wir Sachen reinlegen. Und Bauwerk. Das sieht aus wie ein Fundament, ehrlich gesagt. Holzbauset. Ein Set, mit dem du ein Lager aus Holz errichten kannst. Ermöglicht den Bau von Fundamenten, Wänden, Dächern, Treppen und anderen Elementen aus Holz, die zum Hausbau benötigen. Okay, also es ist quasi ein Teil für alles. Sollten wir vielleicht lernen, oder? Mach ich mal. So, dann ist eine Holztruhe, glaube ich, cool. Wie viele Punkte habe ich denn überhaupt? Technologiepunkte 3, okay. Jetzt habe ich noch 3 übrig. So, dann können wir eigentlich alles lernen, ne? Können wir eigentlich alles lernen. Machen wir mal. Würde ich sagen. Keine Ahnung, ob ich mir das hätte sparen müssen oder so. Okay, und mit jedem Level-Up können wir quasi Neues dazu lernen. Oh, das ist ganz schön viel, guck mal. Voll krass. Okay, cool, aber bis Level 50 geht's. Kälteresistente Plamium-Rüstung. Okay, krass. Stationäre Raketenwerfer. Okay. Unbekannter Gegenstand. Interesting. Okay. So, und können wir jetzt hier das Ding bauen? Rezept wählen? Könnten wir. Uns fehlt aber noch Stein, ein Stück. Na gut, dass ich diesen Palladium schon gesucht habe.
Ist das hier Stein? Kann ich das mitnehmen? Mal das Holz. Das war so ein kleiner Steinhaufen, ne, wo wir gegengeboxt haben. Ich habe das Gefühl, dass ich erstmal sicher bin, Leute. Ich glaube jetzt nicht, dass es hier großartig gefährlich ist im Startgebiet. Ich finde es halt wichtig, hier irgendwo zu bleiben, um die Mechaniken zu lernen für den Anfang und so. Aber so weit ist es erstmal nicht schwierig. Bisher habe ich alles verstanden. Ah, hier ist so ein Stein. Okay, wenn wir dagegen kloppen, kriegen wir, glaube ich, Sachen raus. Ja, wir sollten uns wahrscheinlich so eine Spitzhacke machen, damit wir schneller Stein bekommen, ne? Jetzt haben wir einen. Dann lass uns doch mal zurück. Ich meine, ich hätte jetzt dann auch eine Stunde auf den Stein kloppen können mit meinen Eisenfäusten, aber ich will ja hier auch vorankommen. Essen muss ich offenbar nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich am Verhungern wäre oder sowas. Okay, also hier können wir einen Knüppel machen, eine Handfackel, eine Spitzhacke. Die wäre, glaube ich, cool, um noch weitere Steine zu kriegen. Zwei Steine würden wir noch brauchen für die Spitzhacke. Ja, bevor wir die Sphäre machen, lass uns mal eine Spitzhacke machen, bitte. Gleich eine silberne. Du kriegst immer gleich eine silberne Spitzhacke hier, wenn du nur Steine hast. Rennen wir nochmal zu dem Stein, kloppen da nochmal ein bisschen drauf, bis wir noch zwei haben. Und dann haben wir eine Spitzhacke und dann rennen wir nochmal zu dem Stein und kloppen ein bisschen mehr drauf. Ich nehme stark an, dass die Spitzhacke dafür sorgt, dass hier mehr Steine rauskommen. Weiß jetzt auch nicht, ob die nachspawnen. Ich kann gerade nichts machen. Okay, also ich darf mich nicht komplett verausgaben, sonst bin ich erstmal handlungsunfähig eine Weile lang. Gut zu wissen. Das ist gut. Also bisher finde ich es, also grafisch finde ich es schon mal beeindruckend hübsch, ehrlich gesagt. Und es ist jetzt auch erstmal nicht schwierig zu verstehen, was der will von mir. So, ach, steinerne Spitzhacke, wieso komme ich auf silberne? Weiß auch kein Mensch. So, Produktion beginnen. Aha. Was heißt das? Halten, arbeiten, okay. Ah, okay, es dauert einen kurzen Moment. Ich wähle das Rezept aus und halte dann gedrückt quasi. Okay. Erhalten. Da habe ich meine Spitzhacke. Okay, aber wisst ihr, was ich komisch finde? Wo habe ich ein Menü? Wisst ihr, wo man irgendwie vielleicht die Items hinlegen kann? Muss ich die immer hier auswählen? Halten. Ah, okay. Ah, jetzt habe ich den die ganze Zeit in der Hand. Okay, hier hast du so Schilder, Körper, Kopf, Accessories und Nahrung. Nahrungsslot, Rüste, Nahrung. Okay, wir brauchen doch Nahrung. Okay, und es wird dunkel. Oh no! Hätten wir die Hand nach hinten. Hinten macht so. Okay, ich würde jetzt mal die Aufgaben erfüllen, die da oben stehen. Vielleicht mal ein Lagerfeuer bauen, dass wir. Seht ihr, wie viel schneller das. Krass! Okay, cool. Ah, hier kommt auch Palladium raus aus den normalen Steinen. Frage ist bloß, ob die irgendwann versiegen oder ob die unendlich viel Leben haben. Nee, haben sie offenbar nicht. Ein Teil ist gerade verschwunden. Und habe ich ein Gewichtslimit? Das ist auch interessant. Können wir mal gucken. Ja, habe ich. Guck mal da unten. Gewicht. Wir haben jetzt 112 von 300 dabei. Werte erhöhen können wir. Das können wir gleich mal machen. Ich würde jetzt nochmal ganz schnell... Kann ich irgendwie... Lol. Okay. Ich teste bloß gerade die Knöpfe aus. Ich wollte gerade vielleicht... Ich wollte gucken, ob ich die irgendwie weglegen kann, die Spitzhacke. Okay, mit C crouchen wir. Eine Handfackel spendet Licht und schützt vor Kälte. Fertige sie mit der Werkbank. Okay. Ah, nachts wird's kalt. Verstehe. Gut, dann machen wir uns nochmal so eine Handfackel. Die kostet Stein und Holz. Das haben wir genug. Produktion beginnen. Und los. Kriegen wir Damage gerade? Ja, wir kriegen Damage. Ah, krass, wir brauchen diese Fackel. Okay, das ist krass. Dann nehmen wir die mal mit. Ja, Leute, aber muss ich das immer hier im Menü auswählen? Das ist echt dumm. Ah, okay, ich kann dann einfach mit dem Rad durch. Guck mal, ich kann so einfach wechseln mit dem Rad. Okay, regeneriere ich dann jetzt auch? Wieder leben oder nicht? Glaube nicht. Okay. Okay, dann lass uns mal hier so eine Palsphäre machen. Ich finde es gut, dass er die Fackel in der Hand behält, während er in der Werkbank ist. Das ist cool. So, Produktion beginnen. Halten. Okay.
Wirf mit Q eine Sphäre, um Pals zu fangen. Geschwächte Pals sind leichter zu fangen. Okay, greife einen Pal an, um ihn zu schwächen und wirf dann mit Q eine Palsphäre, um den Pal zu fangen. Suche dir eine flache Stelle und baue eine Palbox. Das umliegende Gebiet wird zu deinem Lager. Greife auf deine Palbox zu und rufe ein Pal ins Lager. Okay, das können wir alles so Stück für Stück machen. Ich meine, ich würde sagen, wir bleiben hier. Wir würden einfach... Es ist halt blöd, dass hier diese Ruinen stehen, aber es ist egal. Ich finde es jetzt erstmal okay für den Anfang. Sollen wir da die Hühnchen nehmen? So ein Huhnpal? Keine Ahnung. Und was heißt schwächen? Sollen wir jetzt einfach... Sollen wir die angreifen? Sollen wir da draufhauen? Ich habe irgendwie Skrupel, das zu machen. Aber cool, dass die schlafen. Ich will irgendwie so ein Kato, Katitata haben von da hinten. Aber es ist halt blöd, das ist nachts. Nee, lass uns mal so ein Huhn fangen einfach, jetzt für den Anfang. So ein Chickipie. Das ist ein Name. Was ist das für ein Scheißname? Egal, Chickipie. Ja, kann ich denn? Warte mal, wenn das pennt, wird das doch gar nicht mitkriegen, wenn ich da einfach einen Ball drauf werfe, oder? So. Chickipie. Fangwahrscheinlichkeit 9%. Das ist ja nicht viel. Ey! Oh nein. Oh nein, was habe ich gemacht? Chickipie 3 hat die... Ey, ey, chill. Beruhig dich. Tut mir leid. Es tut mir leid. Entschuldigung, ich lerne doch die Mechanik. Geh weg. Das Huhn, das terrorisiert mich. Ich renne einfach weg vor dem, bis es mich nicht mehr sieht. Das wird ja sich gleich beruhigen, oder? Ich hätte vielleicht auch aufs Level gucken sollen. So ein 1er Chickipie wäre, glaube ich, besser gewesen. Ich glaube, jetzt geht's zurück. Und ja, ich bekomme Leben zurück. Okay. Was soll's? Es kommt eh wieder her. Kann ich einfach... Ich hau das jetzt. Ich hau das jetzt einfach. Au! Oh, ich kann das echt hauen. Okay. Ah, guck mal, es kriegt Damage over Time von Feuer. Okay, also ich muss es schwächen. Ja, es hat sich beruhigt. Nee, hat es nicht. Hey, wisst ihr, was cool ist? Dass du richtig physisch ausweichen kannst. Das finde ich mega. Okay, Chickipie-Fleisch. Und ein Ei. Wenn du Hunger hast, sinken deine Parameter. Suche in deinem Inventar nach Essensgegenständen und iss etwas. Okay. Also doch richtig Survival Game hier. Dann machen wir das mal. Ich würde ganz kurz mir so einen Knüppel noch machen. Ich glaube, das ist praktisch, wenn wir tatsächlich kämpfen müssen. Produktion beginnen. Ich frage mich auch, wie lange noch Nacht ist. Ich würde gerne was sehen. Und ich, mein erster Pal soll jetzt nicht unbedingt Chickipie sein, glaube ich. So, das nehmen wir mit. Dann haben wir die Keule. Kann ich das denn? Okay, ich kann hier einfach durchwechseln mit dem Rad, aber ich sehe nicht, wo ich hinwechsle tatsächlich. Und wir sind hungrig. Ich gehe mal ganz kurz hier rauf. Fleisch eines Chickipie wird von den Bewohnern von Palapagos für seine Bekömmlichkeit geschätzt. Nährwert 36 und das Ei hat Nährwert 16. Ist gleichermaßen als Spiegelei oder als Zutat in allerlei Gerichten lecker. Wird von Chickipie gelegt. Kann ich das essen? Wem geben die Goki? Oh ja, kann ich. Ah, okay, der orange Balken ist mein Hunger. Okay, wir haben jetzt 61 von 100. Und kann ich das Ei auch roh essen? Ja, kann ich. Das geht. Das geht sehr gut. Okay, dann lass uns mal noch so einen Ball machen. Das ist ja gerade fehlgeschlagen hier irgendwie. Und es dämmert, glaube ich, langsam, was ganz cool ist. Okay. So, dann lass uns das kleine andere Chickipie hier nehmen. Und das einfach, keine Ahnung, hauen. Das war Level 1, ne? Ja. Oh, und da ist so ein Kativa. Kativa wäre, glaube ich, cooler. Und das ist halt auch schon 3, ehrlich gesagt. Ja, komm. Warte, wenn ich das... Ja, ich habe das vorhin aus Versehen geworfen. Wir hauen einfach Katika. Ich will es jetzt nicht killen, ehrlich gesagt. 100%! Cool! Cool! Nice! Hey! Das war cool! Katiba gibt sich extrem selbstbewusst, ist in Wahrheit aber ein feiger Schwächling. Von einem Katiba nicht ernst genommen zu werden, ist die... Allergrößte irgendwas. Okay, kann ich das sehen, was da jetzt gerade
Was? Pals, die stärker sind als du selbst, lassen sich nicht kontrollieren. Ihre Fähigkeit sinken deshalb auf dein Level. Ah, okay, also mein Level und das Pal-Level müssen dasselbe sein ungefähr. Okay. Kann ich denn jetzt Katipa auf das Chikipi werfen? Kann ich. Kill es! Töte es! Irgendwie starren die sich nur an. Okay, ich kann es zurückrufen wieder. Das ist cool. Ah, okay, ich kann also drei im Team haben oder so. Okay, ich weiß noch nichts, ehrlich gesagt. Ach, Paldex, okay. Es gibt, ist wie so ein Pokédex quasi. Hier kann ich nochmal lesen, was da gerade passiert ist. Genau. Von einem Katipa nicht ernst genommen zu werden, ist die allergrößte Demütigung überhaupt. Mhm. So, wir haben bisher Lambal gesehen. Was eigentlich super süß ist. Das hätte ich voll gerne. Das ist echt cute. Katipa und Chikipi. Und der Dex füllt sich halt, wenn du die fängst, wie bei Pokémon. Und es gibt 111 verschiedene. Okay, das ist eigentlich eine coole Anzahl. Da kommen bestimmt im Laufe der Zeit noch mehr dazu. Team. Inventar. Und das hier, rote Beere. Eine vielseitige Zutat, die sowohl als auch... Was? Die sowohl roh schmeckt, als auch verarbeitet schmeckt. Okay. Wisst ihr was? Ich werde das Chikipi hier noch killen. Einfach, weil... es mir dann bestimmt Fleisch und Ei gibt. Ist vielleicht nicht so praktisch, wenn wir da... die Fackel nehmen. Ich wollte eigentlich die Keule. Ja. Die haut viel mehr rein. Oh Mann, das arme Ding. Wie das Ragdoll. Okay. Hallo? Hallo? Okay. Komm her! Ja. Na gut. Ja, dann spielen wir halt damit Fußball. Warum auch nicht? Komm, wir kicken es die Klippe runter. Hui! Oh, es rollt immer noch. Ey, hier müssen wir aufpassen. Ach krass, wie groß das ist. Guck mal. Da das ganze Wasser und alles. Wie heftig groß. Das ist eigentlich voll geil. Mein Gott, Leute, ich bin gespannt. Aber ich will mich jetzt erstmal noch so ein bisschen orientieren. Ich finde es komisch, dass die Texturen manchmal so reinladen. Huch, was war das? Der Baum. Okay, weiter im Text. Suche dir eine flache Baum im Palbox. Okay, die Palbox als nächstes. Aber wie können wir die Palbox bauen? Warte mal. Und baue eine Palbox. Das umliegende Gebiet wird zu deinem Lager. Du hast ungenutzte Statuspunkte. Technologien. Können wir neue Sachen lernen? Hä, wie kann ich denn die Palbox bauen? Ah, mir fehlt Holz. Okay, das ist bloß allgemeine Info dazu. Wie kann ich Palbox bauen? Weil offenbar kannst du nicht alles hier bauen. Rezept wählen. Primitive Werkbank. Brauche ich da einen Hammer oder so? Oder eine Axt? I don't get it, Leute. Kann ich das... Achso, im Baumenü, ne? Mit B. Ah, ja. Okay. Reparaturbank. Das ist nicht genügend Material. Aber hier oben gibt es auch noch Zeug. Guck mal hier, mit Q und E kann ich auch noch mal durch. Ah, okay, Palbox. Hier geht das alles. Holztruhe, Lagerfeuer. Und das Fundament. Leute, ich würde erstmal anfangen, mir so eine ganz kleine Hütte zu bauen, glaube ich. So dass wir so einen Ort haben, wo wir nach Hause kommen können und wo es vielleicht nachts nicht so kalt ist. Ich meine, ich bin jetzt immer noch sehr nackend. Das wäre vielleicht was. Ich glaube, das macht Sinn, wenn wir dann eine Axt haben, oder? Für Holz. Die können wir uns sogar schon herstellen. Lass uns das mal machen. So. Die kleben wir dann hier zusammen, binden da ein bisschen Faden rum und dann stecke ich das dahin und dann ist fertig. So, da ist die Axt. Okay, dann kloppen wir den Baum. Ich denke mal, dass das schneller geht damit. Ja, guck mal, viel schneller, viel besser. Das ist doch cool. Ich find's cool, dass es so krass geklappt hat mit dem Party da. Dass es so schnell ging. Okay,
Okay, der Baum verschwindet einfach. Wir haben 22 Holz davon bekommen. Dann lasst uns doch mal bauen. Ich würde das jetzt gut empfinden. Okay, guck mal, wir haben doch so ein Fleisch bekommen. Wir haben jetzt keinen Hunger, was gut ist. Und Fasern auch. Aus Holz gewonnene Fasern werden unter anderem als Material zur Herstellung von Bögen verwendet. Mhm. Aber cool, dass das Game dir alles so erklärt. Ich finde das jetzt nicht irgendwie schwierig zu verstehen. So Holzfundament. Zwei Stück, das ist voll günstig. Das ist okay. Und voll groß auch. Ah, das ist cool. Das Bauen kostet nicht viel. Das ist nice. Also bisher nicht. Ich würde das vielleicht hier irgendwo... Weiß nicht, so. So vielleicht. Und kann ich das dann da... ansnappen? Leute, muss ich das jedes einzelne... Oh nein, das ist ja scheiße, Leute. Ah, bauen in Folge. Okay, also ich kann auch bauen in Folge auswählen mit Rechtsklick. Ich dachte, ich muss das jetzt immer einzeln auswählen. Aber nein, muss ich nicht. Das ist cool. Oh, aber das stört mich hier. Nee, nee, das muss in eine Richtung gucken. Bau einstellen, drehen, öffnen. Nee, kann ich das wieder wegnehmen? Kleinen Moment. Paar rufen, paarweise Sphäre werfen. Muss ich das kaputt hauen? Wie kann ich denn das wieder wegnehmen? Bauen? Wie kann ich Sachen wegnehmen? Holzdach, Bau. Rückbaumodus, C, okay. Ah. Aha. Rückbau. Okay, cool, da kriegen wir die Materialien einfach wieder. Na gut. Muss man sich erstmal dran gewöhnen, aber es ist cool. Okay, dann machen wir das so. Ach scheiße, jetzt habe ich wieder nicht Rechtsklick gemacht. Ja, Rechtsklick. Ich würde erstmal so ein bisschen Platz, würde ich schon wollen, ne? Also muss ja jetzt, ich will jetzt hier nicht so eine klaustrophobische Bude. Okay, es gibt keine... Okay, es darf nicht in anderes Zeug reinklippen, das ist interesting. Ja gut, dann lassen wir die... Ach, die Ecke können wir lassen, dann hat das so ein bisschen Shape. Ist doch okay. Dann machen wir halt, da wo die Werkbank dahinter ist, einfach noch eine Reihe und dann ist cool. Hä, das ist so cool, dass das nichts kostet, das Bauen ist extrem günstig, finde ich. Ja, ich würde das mal so lassen, wohl, da können wir einfach nicht bauen. Okay, auch interessant. Hm, ja, dann lass uns einfach hinten ranbauen. Hier ist noch gut Platz. Ich habe nicht genügend Material, okay. Dann ist es so. Wie kann ich das Bauen einstellen mit Escape? Okay. Ich würde gerne die Werkbank nochmal aufnehmen. Wenn ich das kann. Bauen. C. Klicken. Dann haben wir das Holz wieder. Wir haben auch gesehen, dass die ein Limit hat. Die Werkbank war nicht unendlich am Start. So. Ich packe die jetzt hier nochmal neu hin. Ups. Mit B. Und dann auf... Konnte ich durchhalten? Q. Hier. Primitive Werkbank. Packt erstmal hier in die Ecke, was weiß ich. Würde ich sagen. Ja. Dann bauen wir das wieder auf. Okay. Das ist doch cool. So, wir haben kein Holz mehr. Ich würde erstmal ein bisschen Holz besorgen. Leute, kann ich da hochklettern oder so? Sieht voll so aus, ne? Könnte man... Kann ich? Hey. Okay, das verbraucht sehr viel Ausdauer, aber es ist cool. Aha, aha. Sah halt so aus wie wegen den Griffen, ne? Kann ich auch wieder runterklettern? Nee, das springt er einfach. Ich weiß auch noch nicht, ob es Fire Damage gibt oder nicht. Sag mal, kann ich jede Fläche hochklettern? So, Holz und Stein mit was... Kann ich hier auch hochklettern? Ja! Krass, ich kann überall hoch. Das ist voll wie Zelda. Mega, voll cool. Das ist nice. Ich würde mal die Bäume fällen, die hier so rumstehen. Ja gut, klar, du musst ja irgendwie über das Terrain kommen. Guck mal hier zum Beispiel. Hast du einen Grafikglitch. Da ändert sich die Textur. Aber ist egal. Wie gesagt, das ist ja noch alles im Early Access. Und ich finde es eigentlich nicht schlimm, wenn Spieler das machen, so Firmen das machen, dass sie Games im Early Access irgendwie veröffentlichen, solange sie kein AAA-Studio sind. Was ja hier so ist, das ist, glaube ich, irgendein Indie-Entwickler, ich weiß jetzt nicht, von wem das Game ist genau.
Und solange sie das Feedback nehmen, was sie dann bekommen von den Spielern und dann auch wirklich was draus machen. Jetzt zum Beispiel, okay, das war Level up, cool. Wir sind Level 4 und wir haben 12 TP. Stimmt, wir können nochmal aufleveln, ne? Wir können nochmal stärker werden. Ich find's jetzt schon cool, wir haben jetzt schon voll viel zu tun. Das ist halt, guck mal, da siehst du halt auch die ganzen Pals da unten. Hä, wie kann ich denn mit meinem Pal gegen das Kativa kämpfen da zum Beispiel? Kann ich das nicht? Guck mal, hier kommt Kativa angerannt. Das ist irgendwie ein bisschen süß. Kann ich das nicht zum Kämpfen rausschicken? Pal anweisen. 4. Pal rufen. So, Pal anweisen. Mit 4. Kativa, streich in Emotes. Befehl zum Angriff. Okay. Ah, guck mal, jetzt kämpfen sie. Okay, ich musste bloß selbst. Okay, das arme Ding. Okay. Es tut mir ein bisschen leid, dass die dann hier liegen bleiben und so rumragdollen. Das ist ein bisschen creepy. Aber wir kriegen deren Sachen auch so. Ey! Oh, Kativa geht komplett Havoc jetzt. Und hängt da fest. Okay, die kämpfen jetzt da oben. Guck mir das mal ein bisschen an. Okay. Ich kann es wieder anweisen. Befehl zum Angriff. Befehl greift denselben Gegner an. Angriff einstellen. Ah, cool. Kativa füttern. Und streicheln. Okay, die Kativa brauchen auch was zu essen? Hey, Kativa streicheln. Oh, ist das süß. Das war ja cute. Warum ist dieses tote Kativa noch am Wedeln mit dem Schwanz? Oh Mann. Ja, okay. Es ist alles schon ein bisschen creepy teilweise, aber es ist cool. So, ich hol mal mein Kativa zurück, glaube ich. Nee. Okay. Du kannst offenbar nur eins draußen haben die ganze Zeit. Ich würde dem gerne einen Spitznamen geben, wenn ich könnte. Können wir das nicht machen? Also Emotes können wir machen auf jeden Fall. Klar, Moment. No. Ach doch, das war richtig. Emotes. Befehl zum Angriff. Kativa füttern. Kativa streicheln. Kativa füttern. Ah, wir können ihm eine Beere geben. Guck mal hier. Okay, kriegt ihr da Leben voll oder so? Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich. Und warum gehe ich immer in den Crouch danach? Das ist auch komisch. Na gut, lass uns erstmal das Haus weiterbauen. Ich find's cool. Also es ist bisher ziemlich cool. Huch, aber ich habe Probleme noch mit der Steuerung. Das definitiv. Okay, wir können einmal hier Fundament. Machen wir damit weiter. Ach Mist, ich finde, das sollte die automatische Einstellung sein, dass du wenn du baust, dass du automatisch weiterbaust und nicht irgendwie das neu auswählen musst. Ich würde das erstmal so lassen. Für die Größe ist es okay. Ich würde jetzt hier nicht so ein Riesenhaus hinpflanzen. Weil wir müssen ja auch vorankommen. So, dann machen wir mal. Guck mal hier eine Tür. Die können wir ja hier so vorne hin machen, oder? Hier so. Ich meine, das sind ja drei Fundamente, dann ist hier der Eingang. Okay. Ist das jetzt richtig rum? Ich denke schon, oder? Ich glaube, es macht keinen Unterschied. Da hat die Tür Kreuze, da auch. Ja, es ist wurscht. Und wir sind hungrig. Dann sollten wir was essen. Wir haben auch was. Hier gibt es noch Beeren, die kann ich verschnabulieren. Okay, ich muss tatsächlich meine Viecher füttern auch. Das ist voll krass. Okay, das ist echt krass. Na gut. Dann weiter geht's. Ich würde jetzt hier den Rest mit Holzwänden holen. Nee, lass mal hier Fenster reinmachen. Hier und hier. Und dann hier noch eins. Und auf die andere Seite eins. Und eins nach hinten. Obwohl, ich würde hier gerne noch vielleicht eine Tür rein haben. Ja, können wir eigentlich machen. Wir können... Ja, machen wir hier noch eine Tür rein. Nein, scheiße. Das war keine Tür. C? Nee.
Erst B und dann C, ne? Okay. Gut. Und dann machen wir Escape, dann machen wir wieder B und dann machen wir eine Tür. So, es ist jetzt auf einer Welle mit der Tür gegenüber. Okay. Ja, also es ist bisher wie jedes andere Baugame. Nur, dass die Teil, also die Dinger sehr groß sind, finde ich. Ich finde die, also die geben dir automatisch sehr viel Platz für sehr wenig Investitionskosten. Das Game fokussiert sich nicht sehr aufs Bauen, was ich gut finde. Das ist was Cooles. Du kannst halt große Gebäude schnell errichten. An sich. Eigentlich nicht verkehrt, weil der Fokus liegt dir wahrscheinlich eher auf dem Sammeln und Erkunden und so. Was ganz Cooles. Okay, jetzt haben wir das. Wenn wir... Okay, was können wir noch machen? Wenn wir jetzt hier so eine Ecke haben. Wir haben ein flaches Holzdach, wir haben ein schräges Holzdach und wir haben eine Holztreppe. Und wir haben eine Holzwand dreieckig. Die machen wir jetzt dahin und dahin. Nicht mit Bauwerk verbunden, ja, ist egal. Und dann machen wir dasselbe hier. Ja, warte mal, das geht ja hier dann einfach so durch. Ja, lass uns erstmal durchziehen und dann gucken, wie wir es auf der anderen Seite machen mit dem Dach. Hier in der Mitte wird ein Flachdach hin müssen. Das sich hier weiterführt. Habe ich kein Material mehr, ne? Okay. Guti, dann müssen wir noch neues Material holen. Und vielleicht... Oh, Entschuldigung, Kativa. Kommst du wieder? Ich wollte hier bloß die Tür öffnen, aber das mache ich mit F und nicht mit E. Witzig. Das ist so witzig. Okay, cool. Ich würde hier nochmal gucken, wo hier ein paar Bäume sind, da hinten. Vielleicht finden wir noch so ein paar Chicken-Viecher, die wir uns heute Abend kredenzen können, weil ich habe nämlich Hunger. Ich esse gerne Pokémon. Guck mal, oh, das ist ein Volley-Dingsy. Oh, das will ich. Oh, das will ich. Oh, das will ich haben. Ich will es nicht töten. Ah, shit. Habe ich noch so ein... Ja, guck mal, ich habe noch so ein Material. Ich glaube, ich habe genug. Mann, ich gehe mal kurz hier runter und fäll den Baum. Ich glaube, ich habe genug, um noch so einen Ball zu machen. Das hätte ich wirklich gern. Weil das war so süß. Dann klettern wir hoch. Okay, wir können nicht schnell klettern. Ah, shit, und ich muss auf meine Ausdauer achten, nicht, dass ich abstürze irgendwann. Mich nervt, dass der die ganze Zeit die Axt in der Hand hat. Ich hätte gerne irgendwie nicht in der Hand. Oh, und wisst ihr, was mir auch auffällt? Wir haben hier die Treppe voll geblockt. Ist aber egal, das ist gar nicht so schlimm. Wir können hier immer noch rumlaufen, glaube ich. Entspannen. Ja, das geht. Gut. So, dann lass uns doch mal schnell an die Werkbank. Und hier noch so Ball machen. Arbeitsmenge 3. Ah, der macht mal gleich 3. Also vielleicht hatte ich eh noch welche. So eine Palsphäre. Okay, guck mal. Kativa ist schon Level 5. Wir sind aber nur Level 4. Und wir haben immer noch ungenutzte Statuspunkte, aber die würde ich erst heute Abend ausgeben. Ich würde mir jetzt gerne erstmal das Haus bauen, das wir die Zeit irgendwie nutzen. That is so cool. Ich find's cool bisher, Leute. Ich hab voll Spaß dran. Ich find's cool. Vor allem, wisst ihr, wie krass das gefehlt hat einfach? So ein Ding. So ein Open-World-Pokémon, was halt genauso funktioniert, wo du dein Haus baust und keine Ahnung. Ich find's voll geil. So, da gab's auch Pallium. Und hier gibt's Bären. Cool. Das ist natürlich nice. Wir müssen die Viecher nicht killen, wir können die Sachen auch so finden. Das ist sehr, sehr cool. Hier macht es natürlich Sinn, später herzukommen und das ganze Holz zu farmen für das Haus, was wir bauen. Okay, welches Level hat dieses Lambal 3? Okay, ja, lass mal schwächen und dann werfen. Tut mir leid, Süßi. Tut mir leid, ich verspreche, ich füttere dich danach. Oh, guck mal, das macht schon Damage. Okay, es ist ganz cool zu... Oh, süß! Was ist süß? Warum habe ich keine Palsphäre? Ich habe doch welche gemacht. Leute, ich habe doch welche gemacht! Habe ich die nicht aus der Werkbank rausgenommen? Shit. Oh Mann, ich bin so dumm. Ich hoffe, das kommt mit. Oder es wartet da wenigstens. Hey, ich habe doch... Na gut. Das ist natürlich... Aber das ist so ein Extra-Step, der ist irgendwie unnötig, finde ich. Ich finde, wenn du was fertig hast... Ja, guck mal, hier liegen da noch drin. Das ist natürlich kompletter Quatsch. Kann ich denn... Nö. Ich denke, Arbeitsmenge waren 3. Jetzt habe ich nur eine bekommen. Ich habe auch nur eine, tatsächlich. Ja gut, egal.
Ich gehe nochmal zu Wallball. Wollball. Wie ist das? Schafsball? Dauert, bis ich den Namen drauf habe, mit Sicherheit. Lammball. Okay, fast. Hey, da ist noch ein neues gespawnt gerade. Okay. Ich hoffe, die verteidigen sich nicht gegenseitig. So. 93%, das sollte doch drin bleiben, oder? 96, 98, 99, 100, drin. Lammball! Kommt auf abschüssigen Wegen leicht ins Rollen, weil ihn dabei schwindelig wird und es nicht mehr auf die Beine kommt. Steht das ganze Zeit unter... Das will ich lesen. Ich liebe Dex-Einträge. Sowas werde ich die ganze Zeit machen. Steht es ganz unten in der Nahrungskette. Okay. Ja, na gut. Wisst ihr was, das ist so süß. Ich werde das aber trotzdem killen. Ich will gucken, ob es irgendwas droppt. Lammballfleisch und Wolle. Okay. Glaube, das ist sinnvoll gewesen. Bin ich ganz sicher. Aber glaube schon. So, dann lass uns noch mal ein paar Bäume mitnehmen, bevor wir hier nach Hause zurückkehren. Ich hätte gerne was zum Anziehen, Leute. Bin irgendwie so nackend. Das gefällt mir nicht. Und es wäre vielleicht doch sinnvoll, so ein Lagerfeuer zu bauen. So viel zu tun! Okay, wir sind immer noch hungrig. Lass mal kurz gucken, ob wir irgendwas essen können. Hier so eine Beere vielleicht. Walbei und Kativa brauchen erstmal nichts essen. Kativa ist zurück auf Level 4, weil wir nur noch Level 4 sind. Ich werde jetzt einfach Bären essen, bis ich satt bin. Okay. Und dann können wir weiterfällen. Ich hoffe, dass die Sachen nachspawnen. Oder, ne? Nicht, dass die jetzt hier für immer weg sind, die Büsche. Das ist irgendwie blöd. Das wäre nicht so cool. Und noch einen Baum mitnehmen und dann zurück und weiterbauen. Bis es dunkel ist. Ich finde es gut, ehrlich gesagt, dass es hier nicht so ist, dass du die Bäume nochmal einzeln klein hacken sollst, wie in Valheim zum Beispiel. Da ist es ja... Ich meine, ich finde es in Valheim auch cool, aber es ist gut, wenn nicht jedes Game so ist, dass die gleich despawnen. Macht es irgendwie leichter. So, dann schauen wir mal, wie wir das jetzt machen mit dem Dach. Ich würde jetzt hier einfach erstmal gucken, dass wir die durchziehen, die Sachen. Ja, okay. Wäre cool. Hätten wir den richtigen Snap-Punkt. Ja, okay. I see what's going on. Okay. Holzdach. Kann ich denn? Ist das denn mit Statik hier? Also muss ich darauf achten, dass ich... Dass ich nicht zu hoch baue und so? Also, macht das Sinn, was ich sage? Bauen in Folge zurück. Bau einstellen, drehen. Okay, das mit dem Drehen ist echt dumm. Kann ich das nicht? Kann ich das nicht einfach ansnappen hier irgendwie an der Seite? Warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Ich kann es dahin snappen, ich kann es dahin snappen, aber ich kann es nicht da hoch snappen. Oder kann ich doch? Wenn ich irgendwas drücke oder so. Oh Gott, wie ätzend. Das ist richtig nervig. Shit, was mache ich denn? Okay, geht's vielleicht auf der Seite besser? Ich bin auch dumm, dass ich das dann wegklicke. Dass ich nicht rechts klicke. Okay, ich kann nach oben weiterbauen. Das hat er gerade genommen als Snap-Punkt. Aber die Seite hier nicht? Selbst wenn ich mit dem Cursor drüber gehe, geht das nicht gut. Okay. Was ist, wenn wir so ein Holz... Ne, das ist ein Fundament. So eine Holzdecke nehmen einfach und die daran knallen? Ja, das geht. Dann machen wir das... Manu, warum drücke ich denn nicht Rechtsklick? Aber... Ja, gut. Das macht doch alles Sinn hier. Bereit, Level up. Level 5 sind wir jetzt. Okay, also wenn wir bauen, kriegen wir Prozente und wenn wir kämpfen wahrscheinlich auch. Manu, ich finde das blöd, dass der das nicht automatisch beibehält. Also, dass der immer nur eins setzt dann, das ist dumm. Aber es ist bloß eine Gewohnheit, es liegt daran. Guck mal hier.
Dass ich mich erst ans Bausystem gewöhnen muss. Ah, okay. Also es macht Sinn, vorher genug Snap-Punkte zu haben, damit es dann funktioniert. Guck mal, der mittlere Streifen hat jetzt so krass geholfen. Okay, cool. Sind wir jetzt überdacht oder so? Ich denke mal schon, oder? Hier, das könnten wir ganz ehrlich... Ich höre Schritte vor der Tür. Das ist irgendwas. Oder irgendwer. Hier würde ich ehrlich gesagt gerne... einfach so ein Schrägdach reinmachen. So ein kleines. Nochmal. Ja. Also einfach hier rechts und links. So und... So, und dann machen wir einfach hier zwei Schrägdächer und dann haben wir es auch überdacht. Oder? Ah, guck mal hier. Und hier ist uns nicht kalt, aber hier schon. Ah, okay. Was ist denn, wenn ich... Okay, ich muss das erst alles ausprobieren mit dem Bausystem. Das ist interesting. Ich liebe Bauen in solchen Games. Ich finde das voll geil. Aber man muss das halt immer erstmal lernen, ne? Ich habe aber voll viel Spaß dabei, normalerweise. Jetzt ist natürlich das Problem, dass hier offen ist. Finde ich nicht so cool. Können wir das dann mit Schrägdächern einfach ausstopfen? Geht das? Können wir das? Ich kann es nicht sehen. Die Kamera ist ein bisschen blöd. Nee, glaub nicht, dass er das macht. Oder machen will. Ja gut, dann ist es so. Ich würde mich da jetzt morgen drum kümmern. Einfach, ich... Ich finde es ein bisschen friemlich gerade. Vielleicht müssen wir hier einfach zwei Türen reinpacken und dann ist das hier so wie unser Zimmer. Solange das überdacht ist, scheint es okay zu sein. Ist jetzt auch nur unsere erste Hütte. Geht jetzt bloß darum, dass wir erstmal was haben. Okay. Was ich jetzt gerne machen würde, ist erstmal hier die Tür zu. Und guck mal, ich friere tatsächlich nicht in dem Haus, was cool ist. Lass uns mal die Fackel rausholen und dann können wir auch was sehen. Und dann will ich mir das mal angucken mit den Statuspunkten ganz kurz. Die Achse ist relativ kaputt. Okay, dafür brauchen wir vielleicht diese Reparaturbank noch. So, Team ist Kativa und Lambal. Hier können wir neue Technologien lernen. Aber Antiktechnologien gibt es auch. Technologiepunkte. Okay, Paldex. Gilde. Gibt es niemanden, sind nur wir. Optionen, okay, und Inventar. Hä, wie kann man... Ah, hier, Werte erhöhen. Okay. Ah, okay, wir haben 4 Statuspunkte, die wir vergeben können. Es gibt Leben, LP, haben wir mehr Leben, mehr Ausdauer, mehr Angriff, mehr Verteidigung, höheres Arbeitstempo und höheres Gewicht. Okay, ah, das ist alles cool. Also LP ist wichtig und einmal Ausdauer ist wichtig. Ich würde einmal Angriff hochmachen. Verteidigung können wir so nicht ändern. Ich denke, das regelt sich über die Rüstung, die wir dann haben später. Wahrscheinlich. So, dann würde ich sagen, nehmen wir einfach nochmal Gewicht rein, oder? Obwohl, ja. Und wir haben 350 Maximalgewicht zurzeit. I don't know, Leute. Vielleicht ist es sinnvoll, erstmal auf sowas wie Angriff zu gehen. Ich finde LP jetzt nicht niedrig. Wir kriegen ja im Laufe der Zeit bestimmt noch mehr. Geh nochmal auf Angriff. So. Okay, bestätigen. Okay, das war ja gar nicht so schwierig. Wir sind Level 5. Und brauchen 233 bis zum nächsten Level. Okay, dann lass uns mal aufs Baumenü gehen. Wir brauchen noch so einen Reparaturtisch und ein Lagerfeuerwerk, glaube ich, auch cool. Das würde ich vielleicht nicht unbedingt hier ins Haus packen, sondern vor die Tür. So können wir uns wahrscheinlich Fleisch kochen dann. Lagerfeuer. Was macht das denn? Da steht's doch. Eine Anlage zur Zubereitung von Speisen. Mehr als ein simples Anbraten ist allerdings nicht drin. Muss von einer... von einem Feuerpal angefacht werden. Was habe ich nicht? Ein Feuerpal. Egal, stell es trotzdem erstmal hier hin, so vor die Tür. Ja, wir müssen das wieder so bauen. Krass, das macht vielleicht doch Sinn, Bauspeed hochzuleveln. Ich finde es teilweise ein bisschen lang. Egal. Fertig. Wieso? Es brennt doch. Es brennt doch. Geht doch voll. Vielleicht, falls es regnet oder so. Ah, guck mal hier. Lambal-Kebab. Cool. Und gegrillte Beere. Lass mal Kebab machen. Können wir gleich 2 von machen. Produktion beginnen. Und halten. Wie cool.
Ich mag die Animation. Wo hat er die Pfanne her? Ich muss ja alles andere craften. Aber eine Falle hat er wohl. Die hat er dabei. Okay, dann haben wir jetzt Lambal-Kebab. Hier steht unser Hunger. Und kann ich den auch sehen? Irgendwie... Ah, guck mal, wenn ich schnell laufe, dann sehe ich, wie der Hunger ist. Das geht noch. Das ist noch okay. Gut, dann haben wir das. Dann lass mal kurz gucken nach einer... Ja, eine Truhe wäre vielleicht auch nicht dumm. Ich stelle dich mal hier so... Weiß nicht, so ein bisschen schräg an den Eingang. Aber wo ist denn hier vorne und wo ist hinten? Keine Ahnung, Leute. Ich stehe einfach hier hin. So. Ah, den muss ich auch halten. Nee. Mit F. 9 Sekunden, ey. Gibt's bestimmt später Dinger, die eine Minute... Da stehst du hier und klopfst eine Minute auf das Teil. Aber ich weigere mich, das zu leveln, da extra Punkte für auszugeben. Da gibt's wichtigere Status-Dinger, glaube ich. So, hier können wir öffnen, können wir Sachen reinpacken. Ich würde das doch mal machen, vielleicht so... Ein bisschen Essen da reinlegen, erstmal. Und das hier, Wolle, Beeren, Samen. Okay, wir können Sachen auch anpflanzen, offenbar. Und die Beeren würde ich auch da reinlegen, das sind 20 Stück. So haben wir hier wie so ein Essensort, wo wir hingehen können. Okay, das ist doch jetzt da drin, oder? Ja, okay. Dann haben wir das. Dann gehen wir auf die Petbox, die Kralbox. Nicht genug Material, was will er denn? Stein, okay. Und die Reparaturbank, da braucht er auch Stein. Okay, wir müssen ja noch Steine sammeln. Ist natürlich blöd, dass es jetzt dunkel ist. Aber so ist es wohl. Katharina, kommst du zurück? Kannst du bestimmt auch Spitznamen geben? Kativa, nicht Katharina. Das mache ich auch. Aber ey, Leute, ich würde sagen, die Folge nehmen wir erstmal so, wie sie ist. Coole Einblicke gehabt. Ich werde gleich weiterspielen, werde gleich die nächste aufnehmen. Für heute sage ich erstmal vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt dabei und dann sehen wir mehr. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Wenn ihr neu seid auf dem Kanal und gerne bleiben wollt, dann lasst ein Abo da. Dann sehen wir uns öfters, ihr verpasst die Videos nicht. Und ihr helft mir beim Wachsen. Vielen Dank für euer Interesse. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh, warte mal. Wir können ja hier... Warte mal. Wie waren das? Wir können ja Emotes machen. Was denn für Emotes? Wir können zum Beispiel tanzen. Tschüss.